Ja, was macht eine Bademeister? Also die Bademeisterinnen hier und alle, die müssen schon im Einsatz sein, ne? Ihr läuft hier rum, muss die Leute beobachten, dass da nichts passiert. Dass nicht unbedingt immer vom Beckenrand reingesprungen wird, dass keiner ertrinkt. Dass hier kein Alkohol getrunken wird. Dann die machen nach Feierabend sauber. Für die ist es auch anstrengend, im heißen Wetter halt zu sehen, wie sich andere vergnügen. Wenn es voll ist, ist es schon sehr anstrengend. Also für die Bademeister würde ich sagen, ist das langweilig. Hart und langweilig. Ich möchte nicht mit einem Bademeister tauschen. Das muss sie auch nicht, denn das Volksbad in Mönchengladbach hat genug Bademeister. Oder Schwimmmeister, wie man sie eigentlich nennt. Zwei davon sind Stefan Skibitzki und Dieter Assing. Stefan ist seit rund 7 Jahren Schwimmmeister im Volksbad und Dieter Assing ganze 41 Jahre. Sein Vater war bei der DLRG und schon als kleiner Junge war Dieter fasziniert vom Rettungsschwimmen und der Arbeit am Wasser. Stefan wollte eigentlich zur Polizei, weil das aber nicht geklappt hat, hat er sich damals zum Spaß für die Ausbildung zum Schwimmmeister beworben. Aus Spaß wurde ernst und seit 2008 arbeitet er jetzt im Volksbad. Aber wie ist das denn jetzt? Ist der Job als Schwimmmeister langweilig? Nein. Also es gibt immer wieder was Neues, immer wieder neue Situationen dadurch, dass wir mit vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeiten, die bei uns schwimmen kommen. Dann geht ein Kind verloren, dann bricht ein Schlüssel im Spind ab. Der eine verliert seinen Schlüssel, der eine kommt mit einem Wespenstich, der andere braucht ein Pflaster. Und Alltag oder Monotonie tritt da eigentlich nie auf. Also hier ist immer Remi-Demi. Denn Stefan und Dieter stehen nicht einfach den ganzen Tag rum und beobachten das Becken. Neben der Schwimmaufsicht sorgen sie dafür, dass das 60.000 Quadratmeter große Volksbad in einem Top-Zustand ist. Die Schicht beginnt frühmorgens, lange bevor das Freibad seine Türen öffnet. Dann wird erst einmal die Wasserqualität überprüft, ob die Temperatur stimmt und ob genug Chlor vorhanden ist. Ein optimaler Chlorgehalt ist wichtig, damit sich nicht zu viele Bakterien im Becken sammeln. Stefan und Dieter sorgen anschließend dafür, dass das gesamte Freibad sauber ist. Reinigung und Instandhaltung, diese Arbeiten sind ein großer Teil des Jobs. Und nicht vergessen darf man die vielen Bäume, Pflanzen und Wiesen, denn auch um die Grünanlagen kümmern sich die Schwimmmeister. Wir sind ja Maschinisten, Installateure, Anstreicher, Gärtner. Wir sind halt die Arounder hier im Freibad. Wir machen alles. Die Abwechslung macht das Ganze halt interessant. Wenn es voll ist und die Leute hier sind und ein bisschen Stress dazukommt, ist schön. Man ist natürlich immer an der frischen Luft. Man hat mit Menschen zu tun. Ist natürlich eine riesige Verantwortung. Aber genauso schön ist es auch dann an so Tagen wie heute, wenn man dann mal die ganzen Reinigungs- und Grünarbeiten nebenbei machen kann. Es macht Spaß. Im Volksbad Mönchengladbach gibt es insgesamt 3 festangestellte Schwimmmeister, der Rest sind Aushilfskräfte. An besonders heißen Tagen haben alle richtig was zu tun, denn dann können schon mal 7.000 Badegäste vorbeikommen. Aber wenn das Wetter schlecht ist, was machen Stefan und Dieter dann? Nach einem Platzregen sind die ganzen Fuhren ausgespült. Nach einem Wind haben wir das Laub im Wasser, das muss dann rausgeholt werden. Also Arbeit ist in so einem Freibad bei 60.000 Quadratmeter immer. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch eine Sache klären. Es gibt ja dieses Klischee, dass sich ein Schwimmmeister den ganzen Tag die schönen Frauen in den Bikinis anschaut. Ob das die Wahrheit ist oder doch nur ein Märchen, da sind Stefan und Dieter ganz unterschiedlicher Meinung. Da stumpft man ab, das sehen wir gar nicht mehr. Wir konzentrieren uns viel mehr auf die Arbeit. Wir haben hier immer mit halbnackten Menschen zu tun. Ich meine, an den Anblick gewöhnt man sich natürlich, das ist für uns nichts Neues mehr. Aber natürlich gibt es da auch Sachen, die man nicht so gerne sieht und Sachen, die man viel lieber sieht dann. Also wenn man Freizeit hat und hier liegt und Langeweile hat, könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Badegast sich so ein Schauspiel anguckt, aber bei uns ist das anders. Wir konzentrieren uns nur auf die Arbeit. Okay, lassen wir das mal so stehen. Das Volksbad ist übrigens noch bis Ende August geöffnet. Danach geht's für Stefan und Dieter den Winter über in die Hallenbäder der Stadt.